Oh, er ist so ein bisschen gay, ne? Was hat er denn jetzt gemacht? Wow! Wir haben die drei gefunden. Die habe ich mir immer gewünscht. Jetzt nimm dein blöden Ding und guck doch fern. Oh, voll an die Rübe. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Hello Neighbor Video Teil 4. Ich werde heute alle Secrets auf einmal aufdecken in einer einzigen Session. Wir brauchen dafür sicherlich das Radio, die Binoculars und eine Dash Lamp, wie der Amerikaner sagt. A Dash Lamp. Das ist korrektes Englisch, keine Sorge, ich kenne mich da aus. Und diesen Rasenmäher brauchen wir, glaube ich, auch. Voll unauffällig, direkt vorm Fenster. Hallo, ich bin auf geheimem... Oh, ja, guck einfach Fernsehen. Ja. Oh, sehr nice. Hört er das? Ja, sehr schön. Er hört das gar nicht. Hier sind noch keine Überwachungskameras. Das ist schon mal sehr schön. Er läuft. Warst du direkt hinter uns und wir haben es nicht gemerkt, weil wir ein bisschen schäl sind? Oh, nee, da hätte ich gesagt, ach gut, geh mir fort. Du alter, sackiger Sack, du. Ich gehe einfach kurz ins Bett. Achtung, mir wurde gesagt, ich soll einfach hier reingehen und warten. Dann würde er ablassen. Ich muss doch nicht mal schlafen. Ich soll einfach nur abwarten hier drin. Und er würde dann irgendwann nach Hause gehen. Geh nach Hause, Nachbar. Leute, habt ihr mich angelogen? Ha! Ich gucke jetzt erstmal, ob das noch zu... Ach so, er hat das wieder alles zugemacht, ne? Das ist ein Drecksack. Kameras, Kameras. Da, direkt vorne dran. Scheiße. Mist, er hätte mich jetzt echt nicht sehen dürfen. Das fuchst mich gerade. Wisst ihr, ich muss ihn jetzt wieder irgendwo hinlocken, dass er nicht hinter mir ist. Ich muss unbedingt Dinge suchen. Ich zeige euch erstmal, wo ich hin will, okay? Wir wollen hier rein, hier rein. Wenn das Haus noch so ist, wie es ist, wie ich glaube, dass es ist, da ist jemand begraben. In diesem Raum. Das hat man in meinem ersten Video gesehen. Da ist ein Hügel. Oder im zweiten Video. Ach komm, warum kommst du jetzt raus? Naja gut, jetzt können wir es ja zeigen, ne Nachbar? Los geht's, Bitch. Also hier drin haben wir eine begrabene... Ah! Der kann doch nicht einfach Abkürzungen nehmen, ist der blöd? Wo kommt denn da jetzt lang? Nachbarlein? Gut, der kommt von da. Da ist offen, habt ihr gesehen, da war offen. Ich locke ihn kurz hier hoch. Schnell, schnell die Glocke. Okay, gut. Kommst du mit? Wie kommst du jetzt so schnell da runter, du Lügner? Es hat sich voll runtergebeamt. Die Musik ist so scheiße laut. Ich habe das Headset noch so laut von gestern, vom Livestream. Okay, komm mit, komm mit, komm mit. Achtung, guckt euch das hier an. Guckt euch das hier an. Guckt mal hier. Habt ihr das gesehen? Oh! Ihr habt es gesehen, ne? Da wollen wir rein. Dafür brauchen wir nur diese Glocke. Ich habe die Glocke jetzt ja, ne? Gut, gut, gut. Ich habe die Glocke. Okay, dann gehen wir erstmal ins Bett. Das ist erstmal ein guter Fortschritt. So, durch die Glocke wird alles schon einen Ticken einfacher. Was ist denn das hier oben? Die Tür will ich mal aufmachen. Komm da nicht so ganz dran. Ich mache hier auch mal auf. Ich denke, wenn ich hier einfach überall aufmache, habe ich schon mal gute Chancen zu agieren. Also das hier müssen wir ausmachen. Das ist, glaube ich, oben die Überwachung. Nee, irgendjemand von euch... Akim, du hast gesagt, ich hätte die Garage zugemacht mit diesem Strom da hinten. Ey, hier oben war gerade ein Geräusch von der Tür. Du fixst mich doch jetzt gerade. Akim, pass auf, ich beweise dir, dass dieser Strom, zumindest meines Wissens, nicht... Oh, scheiße. Zumindest nicht der Strom für die Garage ist. Pass auf. Weil der Strom ist noch an und die Garage geht trotzdem nicht auf. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man hier nicht einfach abhängen kann. Das wäre sehr einfach, weil man ja ultra schnell ist, klar. Das verstehe ich, dass es auch... Es darf nicht so einfach gehen, logisch. Naja, wir gehen jetzt in den Raum rein und setzen die Glocke. So, da ist er. Ja, hab sie gesetzt. Mach hier auf, mach hier auch auf. Sehr gut, jetzt ist schon mal alles offen. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Bindfaden oder sowas in der Art. Komm, wir gehen jetzt nochmal hoch und gucken, ob wir das, dass wir dann uns direkt den Dietrich und alles holen. Ach, hier ist ja noch Wasser. Fuck, shit, da kommt er schon angepoltert, ne? Geh da rauf! Oh, shit! Ich möchte später dann einfach da oben rausfallen. Das habe ich die ganze Zeit vergessen, dass ich mich da einfach durchfallen lassen kann, ne? Auf den letzten Touren, in den letzten Spielen haben wir immer so voll den Stress gemacht. Kann er eigentlich auch in seine Fallen reinlaufen? Wie? Die Fallen zählen nur für mich. Das ist ja schon fast Rassismus. Komm, scheiße, ich komme nicht rein. Egal, ich habe hinten aufgemacht, alles ist gut, solange ich nicht in die Hosen kacke. Nein, nein, wo muss ich denn jetzt lang? Ah, scheiße. Sehr gut. Kick. Zack. Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so, du Puppe. Go, go, Power Rangers. You can hit me. Ja. Okay. Okay. Den Hammer haben wir, den Ding haben wir auch am Schlüssel. Und noch eine Glocke. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich gehe. Was haben wir hier? Shit. Ich muss später gucken, was das für eine Tür ist. Wir haben eine weitere Tür gefunden, von der wusste ich gar nichts. Es wäre doch ultra edel, wenn ich hiermit dieses Grab aufbuddeln könnte, ne? Okay, Leute, gleich bohren wir. Aber wisst ihr was? Ich stelle eine kleine Vermutung an. Ich glaube, er hat sich irgendwo festgestackt. Testen wir es halt einfach mal. Ja, da ist eine Schaufel. Der Schaufelkasten ist offen. Habt ihr eigentlich schon einen Daumen nach oben gegeben? Mhm. Oh Gott, kriegen wir das auf? Ist das vielleicht der Kasten, in dem er uns begräbt? Ich behalte mal die Schaufel. Ich habe so Schiss, dass er auf einmal kommt und mich ultra erschreckt, ne? Ich hole eine Brechstange. Cool bleiben, Leute, cool bleiben. Hier können wir rein. Okay.
Da ist die Brechstange. So, es wäre so cool, wenn wir jetzt hier irgendwie was aufmachen können. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier machen. Vielleicht jetzt mit dem Teil? Nee. Wahrscheinlich braucht man einen Hammer. Die Musik fuckt mich so ab. Die Musik ist in seinem Schlafzimmer. Die Musik ist in seinem Schlafzimmer. Der Hammer ist in seinem Schlafzimmer. Hier spielt die Musik, mein Freund. Ah! Ich glaube, dass er hinten beim Boiler irgendwo steckt, in dem Stuhl. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will es auch nicht testen. Nachher kommt er dann frei, wenn er mich sieht. Leute, 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 wisst ihr, wie man diesen verschissenen Sarg aufmachen kann? Gut, gut, wir gehen hoch. Wir schauen halt mal, wo er steckt. Hier gibt es dieses Spiel. Dafür brauchen wir eine Waffe. Ich habe keine Ahnung, wo die Waffe ist. Ich will das alles selbst herausfinden. Ich will nicht unbedingt jetzt Videos dafür gucken. Deswegen bin ich ja auch noch so unbeholfen. Also, falls ihr denkt, Alter, es gibt doch tausende von Videos schon, wo du das gucken kannst. Ich will es ja eigentlich selbst herausfinden. Ich will the heat of the moment selbst erleben. Scheiße, er steht da, ne? Wir kommen jetzt nicht an ihm vorbei. Das ist jetzt richtig behämmert, weil ich will eigentlich... Da will ich rein. Was? Wo ist das? Was ist das? Kann ich mich auf die Sachen stellen? Kann ich mir eine Leiter bauen? Alles klar. Wir bauen die Leiter zum Himmel. Fast geschafft, Leute. Möglicherweise kann ich einen Stuhl da draufstellen. Das wäre echt ziemlich nice. Falls nicht, kann ich mir vielleicht aus diesen Boxen einen Weg bauen. Weil dann werden wir einfach um ihn drum rum... sag mal. Kannst du die Box mal da hinlegen? Sehr gut. Und jetzt den Stuhl gerade. Ich brauche den Stuhl jetzt gerade, Alter. Gut. Ja! Okay, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ah! Ah! Wir haben es geschafft, Alter! Achso, jetzt bin ich einfach nur hier. Okay, okay, okay. Was habe ich denn hier gemacht? Nein, er kommt! Geh weg! Nein! Warum hast du mich jetzt auf einmal gefunden, du Dreckarsch? Warum kann er auf einmal... Tja... Okay, hier kann ich nicht aufmachen. Ich brauche einen Schlüssel. Leute, wir brauchen noch einen Schlüssel für diese eine Tür. Das finde ich jetzt echt dreist von ihm, dass er uns jetzt auf einmal... Auf einmal... Was hat er denn jetzt gemacht? Wow! Nein! Oh, fast in die Falle gesprungen! Alter, leck mich am Arsch, hat er mich erschreckt. Er ist runter... Er ist ein Fuchs. Um uns zu verarschen, ist er runtergegangen. Hört ihr? Hört ihr mich? Jetzt nimm dein blöden Ding und guck doch fern. Oh, voll an die Rübe. Nein, ich gehe jetzt hoch. Du kannst mich nicht aufhalten. Leute, vielleicht kriegen wir jetzt ja ein Secret Ending hin, ne? Jetzt habe ich den Hammer irgendwo liegen gelassen. Oh, Mann. Da müssen wir noch rein, auf jeden Fall. Wir brauchen noch einen Schlüssel dafür. Wir müssen nochmal beobachten, wo er ist. Ich versuche es. Die Musik ist weg. Jetzt komme ich rein, er ist gestorben. Irgendwie so hingefallen, so rentnermäßig. Hingefallen, Herzinfarkt tot. So heftig auf dem Klo gedrückt, Herzinfarkt tot. Fernseh geguckt, Herzinfarkt tot. Guck mal, was er macht. Ach komm! Ja, natürlich, jetzt hat er mich gerade so gesehen. So aus dem Augenwinkel konnte er mich erkennen. Ich geh jetzt in dein Ending rein. Ich geh jetzt in dein Ending rein, klingt fast ein bisschen nach Anal. Komm her, Alter. Komm her, macht mir nichts aus. Wo bist du? Nein! Komm! Nein! Man bekommt... Voll die Gänsehaut. Okay, okay. Ein drittes Mal, das wird klappen. Vielleicht geht er immer zum Schrank, wer weiß. Ach, fuck, Leute. Jetzt würde mich echt interessieren, ob die Leiche jetzt auch schon aufgebuddelt ist. Vielleicht bekommen wir nur dann ein Secret Ending, wenn wir das aufmachen. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Was haben wir doch dabei? Wir haben keinen Dietrich mehr. Ja, super geil. Anzugucken. Okay, und jetzt ab. Was macht er denn jetzt? Wie hart eskaliert er denn gerade da oben? Das ist aber eine harte Keulung, oder? Die er da betreibt. Wisst ihr, die Frau vom Frauenchor ist da. So ein Perversling, der Kerl, ne? Ach, krass, oder? Du bist jetzt auf jeden Fall nicht hier, du Sack. Ach komm, du bist echt hier. Geh weg. Ich will doch nur gucken, ob du hier, ne? Ist mir schon ein wichtiges Anliegen, ob du das gemacht hast. Ja, es ist noch offen. Er macht wieder zu. Was ist denn das? Weitsprung-Champion. Aktenweitwurf-Champion. Dummbabbo. Meldet sich zum Dienst. Hopp. Nein. Na, da kommt er schon. Aber nett mit mir. Ich springe über deine Fallen drüber, weil ich gar kein Lurch bin, sondern ein cooler Mann. Was laber ich hier überhaupt? Kann ich dich vielleicht für dieses Radio interessieren? Ich glaube, er stuckt wieder, ne? Ich habe das Gefühl, er stuckt. Ja, sehr gut. Stuckt da mal eine Runde. Ich gehe da mal in dein Haus rein und scheiß dein Bett voll. Der Rasenmäher ist echt merkwürdig. Wir holen uns jetzt den Die-Trick. Es würde mich echt interessieren, wenn man hier reinkommt. Ah. Ach komm. Hat er jetzt einfach das Ding versperrt. Krass, wie er hier alles zumacht, ne? Er ist ein richtiger Sicherheitsfanatiker. Ist hier nicht irgendwo ein Schlüssel? Wir müssten ihn wahrscheinlich beklauen für den Schlüssel. Brecheisen schmeiße ich mal runter, falls wir das noch brauchen. Also, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Ich habe doch hier einen Schlüssel. Können wir damit vielleicht oben die Tür öffnen, die geschlossen ist? Das wäre richtig tight. Komm, 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 komm. Schade. Das ist auch nochmal echt ein interessanter Raum hier drin, ne? Auf jeden Fall. Man kommt anders nicht in diesen Raum hinein. Ich glaube, das ist der Raum, der außen zu der Tür führt, die oben an der Wand ist. Leute, das ist so extrem spannend. Dieses Seil fehlt auch noch, oder? Oder ist es da dran schon? Weil hier sieht man so eine kleine Öse. Hier, da ist kein Seil dran. Da ist nichts gespannt. Wir könnten jetzt die restlichen Räume noch überprüfen, weil ich die noch nie überprüft habe. Jetzt haben wir ausreichend viel Zeit. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie Schnur oder so. Hier sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, nur was sein könnte.
Die Musik sackt ein bisschen, ich weiß, aber ich mache sie für euch ganz leise. Mir dudelt hier gerade voll ins Ohr. Hier oben haben wir noch Schränke. Dass er hier kein Garn hat, kein Haushaltsgarn. Wir können aber mit Warning, Microwave Energy, do not remove this cover. Okay, geil. Es ist sehr realitätsnah. Können wir an dem Kreuz irgendwas machen? Nee. Oh, er ist so ein bisschen gay, ne? Genau, alle Bilder abhängen, Leute. Schade, dass ich das hier nicht aufmachen kann. Vielleicht geht das mit meinem Schlüssel, obwohl man diesen Schlüssel sicherlich gewinnen muss, um dann hier ranzukommen. Da, hier, das Lehrerpult. Ja, das Lehrerpult hat ja auch Schubladen. Wir haben die drei gefunden. Die habe ich mir immer gewünscht. Also ich würde sagen, wir können jetzt echt behaupten, dass wir alles untersucht haben. Und ich weiß überhaupt nicht, wo hier irgendwas sein könnte. Vielleicht ist der Schlüssel bei uns zu Hause. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass hier irgendwie noch was rumliegt. Ich habe doch eigentlich alles jetzt wirklich untersucht, oder? Hier kann nichts mehr versteckt sein. Nein, dann gehen wir eben durchs Exit durch und rechnen mit einem Crash des Spiels. In dem Endvideo schien es ja so, als würde er uns hier draußen irgendwo vergraben. Seid ihr bereit, Kinder? 3, 2, 1. Wir erwarten den Spielcrash. Oder auch nicht. Da draußen ist einfach nur ein Kreuz, das man da zwar sieht in seinem Haus, aber wir können damit nichts anfangen. Und dann werden wir begraben. Also ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie wir da weiterwerkeln sollen. Möglicherweise muss ich mich doch mal einlesen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Huah!